Ostern. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Eigentlich, Nana, eigentlich hättest du heute die Gemeinde bekommen. Ja. Und eigentlich wäre ich heute verreist, damit du als Vikarin einmal alleine so ein Osterfest machst, bevor du dann ins Pfarramt gehst. Das ist jetzt alles ins Wasser gefallen und ich bin irgendwie noch hier und es ist ja auch irgendwie alles ganz anders. Es wird denn überhaupt Ostern gefeiert? Ist so ein bisschen die Frage. Wie ist es denn? Ich fange mal an mit, was wäre denn eigentlich jetzt wirklich anders gewesen, wenn nicht Corona wäre, in deinem Leben? Das wären eben die Gottesdienste, die Osternacht, den am Ostermorgen und den am Ostermontag. Ja. Für mich wäre das auch das erste Mal gewesen, dass ich solche großen Gottesdienste alleine mache. Hm. Aber natürlich ist es auch, wie jetzt bei allen, im Privaten anders. Also wir hätten mit meinen Eltern gefeiert und Ostereier gesucht. Gut, das machen wir trotzdem, aber jetzt halt einfach mit der kleinen alleine. Familie, mit deinem Kind, mit deinem Mann. Also fällt Ostern im Grunde dieses Jahr aus? Nein. Wie nein? Auf keinen Fall. Ostern findet natürlich trotzdem statt und ist jetzt nochmal wichtiger als sonst, würde ich sagen. Dieses Fest findet statt. Wir feiern nach wie vor, dass Jesus auferstanden ist. Und die Botschaft ist in dieser Zeit, finde ich, nochmal viel wichtiger. Weil jetzt durch Corona rückt nicht nur Krankheit ins Blickfeld, sondern eben auch der Tod. Auf einmal eine ganz andere Art und Weise. Ne? Das stimmt. Ja, und ich finde, dass genau in dieser Zeit, im, ich sage jetzt mal, angesichts des Todes, da ist doch diese Botschaft, dass danach noch was kommt. Dass es weitergeht, dass das nicht der letzte Punkt ist, sondern dass da was viel Größeres kommt. Also das brauchen wir doch gerade jetzt. Ich glaube, das ist extrem befreiend, wenn man aus dieser Kraft leben kann. Dass man sich geborgen und getragen wissen darf, glauben darf, über den Tod hinaus zu hoffen. Du hast vollkommen recht, das ist Ostern, natürlich fällt Ostern nicht aus. War ja auch eine Fangfrage. Wir feiern das anders, wir müssen das anders feiern, wir sind dazu gezwungen. Mhm. Aber die Osterbotschaft, die gilt besonders in dieser Zeit. Und wer es genauer wissen will, der kann sich den schönen Ostergottesdienst angucken, den unser Dekan Bengt Seeberg für den Ostermorgen aufgenommen hat. Diesmal nicht auf unserem YouTube-Channel, sondern zu finden aus Osthessen News oder Osthessen News TV. Schauen Sie da einfach mal, da sollte der Gottesdienst von Bengt Seeberg zu finden sein. Beten wir noch? Auf jeden Fall. Ich wollte es gerade sagen. Entschuldigung. Passt schon. Gott, du hast durch den Tod deines Sohnes die Sünde und den Tod zunichte gemacht und uns durch seine Auferstehung das ewige Leben gebracht, damit wir in deinem Reich leben. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir das von ganzem Herzen glauben und dich alle Zeit loben und dir danken. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund, von Gott gesegnet. Ihnen allen, euch allen ein schönes Osterfest. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Von mir auch. Tschüss.